Eine sehr große Rolle bei mir spielen die Namen oder haben immer die Namen gespielt, weil ich irgendwie glaube, dass im Namen sehr viel vorgegeben ist, was die Menschen dann machen. Das kann man häufig bei Leuten sehen, die man dann in der Öffentlichkeit, denen man in der Öffentlichkeit begegnet. Ich wusste ja schon immer, dass Menschen und Orte in ihre Namen hineinwachsen. Das Institut für Sexualforschung zum Beispiel befindet sich in der Lustkandlgasse. In der Hardegg-Gasse, Hardegg-Gasse ist eine Firma für gefärbte Ostereier. Und wenn man in Wien zum Radio will, muss man tatsächlich an der U-Bahn-Haltestelle Taubstummengasse aussteigen. Die Vorturnerin der Nation hieß Ilse Buck, also hatte den Imperativ von Bücken im Namen. Die Wetteransagerin trägt den bezeichnenden Namen Christa Kummer. Und der schnellste Witzereißer heißt kein Schmäh, Dieter Schmäler. Deswegen habe ich meinen Kommissar Groschen genannt, Vornamen Falt, Falt Groschen. Seine Assistenten hießen ursprünglich Schilling und Heller. Da hat dann der Verlag gesagt, das ist zu viel Kleingeld, das muss ich ändern. Jetzt heißen die Zwilling, also der Schilling heißt Zwilling und der Heller heißt Zagrafski. Das ist ganz was anderes. Groschen war missmutig. Er hatte eine Allergie auf sich selbst. Diesmal war es aber kein Nesselausschlag, der rote Quaddeln bildete und ihm mit starkem Jucken das Leben unerträglich machte. Diesmal war es der Geruch. Seit Tagen bekam der Kommissar den seltsamen Geschmack nicht aus der Nase. Ein Geruch, der nach nichts Bestimmtem schmeckte und doch lästig war. Das hast du jetzt davon, sagte seine Frau mit leichter Genugtuung. Du trinkst zu viel, schläfst zu wenig und ernährst dich falsch. Jetzt erlebst du einen Altersschub. Dir wachsen Haare auf der Nase und die Sinne schwinden. Möglich, runzelte Groschen die Stirn, möglich. Dabei wusste er genau, dieser Geruch war er selbst. Er konnte sich nicht riechen. Nichts freute ihn mehr. Erst unlängst hatte der 45-Jährige einige graue Haare auf dem Kopf entdeckt. Die kleinen Fältchen um die Augen traten deutlich hervor. Sein Bauch nahm Formen an. Und jedes Mal, wenn er sich in den Spiegel blickte, sah er die Züge seines Vaters. Jenseits des Gürtels waren die Menschen schlechter angezogen. Auch verschleierte Frauen gab es mehr. Das im Wiener Lied oft besungene Herr Nals war alles andere denn lieblich. Der Bezirk verband den Wienerwald mit der inneren Stadt. Noch immer gab es einen Weinberg und Heurige, die erahnen ließen, wie es hier mal ausgesehen hatte. Felder und Weinstöcke, Lehmwege und Buschenschanken. Erst mit dem erhöhten Bauaufkommen gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren Mietskasernen errichtet worden, Zinshäuser für die Arbeiter. Als Groschen vor 25 Jahren hier gelebt hatte, war es eine florierende Gegend mit Bäckern, Fleischhauern, Restaurants und gut besuchten Weinhäusern gewesen. Es hatte bürgerliche Restaurants, große Supermärkte und Sportgeschäfte gegeben. Nun waren die meisten Lokale geschlossen, die Auslagen mit Plakaten überklebt, eine tote Gegend. Gut, es gab türkische Kreisler, vor denen sich Orangen- und Krautköpfe stapelten, Nagelstudios mit glitzernden Fingernägeln in den Auslagen, afrikanische Friseure, Wettbüros und Sonnenstudios, aber das war nur Hilfeschrei eines sterbenden Ortes. Die Menschen wirkten in ihren Trainingsanzügen, Leggings, Kunstlederjacken und Badeschlapfen, allesamt wie Gastarbeiter im Krankenstand. Tote auf Urlaub. Sie gingen durch ein modernes Stiegenhaus mit weiß geederten Bodenfliesen und einem schmucklosen Geländer. An den Wohnungstüren waren aus Salzteig gebrannte Türschilder und Marienkäferaufkleber angebracht. Im zweiten Stock lehnte ein uniformierter Polizist am Geländer und spielte mit seinem Handy. Groschen blickt in ein rotwangiges, einfältiges Gesicht, wie es Sprösslinge von Weinbauern besaßen. Ein Mistelbacher. Groschen hätte nicht sagen können, weshalb, aber dieses gut durchblutete Polizistengesicht erinnert ihn an Wein und Bratelfett. Bratelfett, Nebenprodukt des Schweinsbratens, eine Mischung aus gestocktem weißem Fett und brauner, galertartiger Zwiebelmasse. Dieses Yin und Yang der Österreicher, das man aber keinem Ausländer erklären konnte, war in manchen Gegenden eine Art Grundnahrungsmittel. Das Erste, was dem Kommissar in der Wohnung auffiel, war ein starker Geruch.
nach Bravo-Fett. Nein, es war eine Mischung aus Inkontinenz, Mottenpulver, Medikamenten, Magensäure und Gebissreiniger. Sofort verging ihm der Appetit auf Bratfett. Die Tote heißt Ernestine Papuschek, eine pensionierte 82-jährige Buchhändlerin, die mit ihren Büchern über Sex im Alter bekannt geworden war. Mit dem hier hielt der Inspektor eine Gießkanne in die Höhe, mit dem hier hat sie masturbieren gelernt. Ihre Erlebnisse hat sie in dem Buch Die Rübenkönigin beschrieben. Gordon reichte dem Kommissar die Gießkanne, der aber sträubte sich, sie zu berühren. Er war weder prüde noch verklemmt, aber diese explizite Pornografie widerte ihn an. Seit er die 40 überschritten hatte, wollte er nicht mehr wissen, wer es mit wem und wie trieb, diese ganzen schwulen Paraden und Regenbogenumzüge, diese ständigen öffentlichen Entblößungen und Demonstrationen freier Sexualität, die in plakatierten Zwitterwesen und bärtigen Sängerinnen fröhliche Urstehen feierten, nervten ihn. Musste er sich jetzt auch noch mit einer nymphomanischen Großmutter beschäftigen?